Und right. SDN. Okay. Und jetzt nochmal umschalten schnell. Umschalten. Umschalten schnell. Umschalten. Da. Gut. Also die beiden haben schon gestartet. Ist das so? Ja. Ja, vielleicht eigentlich andersrum, aber okay. Und right ist eigentlich scheiße. So. Gut. Also, Winners Finals. Steht jetzt SDN gegen SDN. So, das macht selbst wieder weg. Okay, also der erste Stock ging tatsächlich an Weißel. Sah am Anfang nicht danach aus. Weg. Irgendwie dieser Furz von Skeddy. Ah, jetzt hat es doch geändert. Gut. Ja, also, SDN gegen Weißel. Was kann man über dieses Set sagen? Also, es gab es tausendmal schon. SDN hat, denke ich mal, ein paar mehr Sets gewonnen gegen Weißel. Aber an sich ist Weißel der Spieler, der am meisten Sets von SDN gezogen hat, denke ich mal. So in letzter Zeit zumindest. Ey, ich glaube, ich mache wirklich den Lüfter an. Das geht gerade gar nicht. So, besser. Ja. Gut. Oh, und wir sehen gerade so mit der Nähe. Sehr schön. Und Weißel holt sich den Stock. Ja, mal schauen, ob Weißel SDN von dem Greninja runterforcen kann. Das würde mich interessieren, weil ich glaube, das Matchup ist auch nicht so schlecht für Ninja. Konter sind bestimmt auch insane dagegen. Ja, SDN immer noch sehr aggressiv hier gegen Weißel. Würde ich auch sagen, ist eigentlich die richtige Entscheidung. Nur natürlich kann immer was passieren. Mit der Dose etc. Oder hier zum Beispiel Stage Control verloren. Ja, jetzt riecht sie wieder normal. Boah, der hat da ordentlich gestanden. So. Oh. Weißel hier gerade sehr on point. Boah. Der F-Smash einfach, um das Landing zu punchen. Wolltest du das Ding hier gerade komplett beenden mit der Frisbee? Oh, nice. Nice geschildert. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. So, ja, wie sieht's aus? 137% zu 0. Ist natürlich schwierig, aber da macht SDN das eigentlich genau richtig. Hat ihn hier offstage bekommen. Ganz gute Prozente gemacht. Safe Prozente auch. Das hat man gegen Duckhand gar nicht mal so oft. Safe Prozente. Ist oft einfach irgendwas im Weg. Meistens irgendeine Dose. Hat ihn irgendwie erwischt. Er dachte, er muss taggen. Aber er hat nur einen von diesen Backers abbekommen. Okay. Damn. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat auch Weißel nicht gerechnet. So. 1 zu 0. Hier für SDN. Ja, ich dachte tatsächlich, dass Weißel das Game hatte. Aber SDN kann man nie unterschätzen, ne? Also immer, wenn man es versucht oder tut, dann endet das meistens nicht gut. Und wir gehen hier in Game Nummer 2. Bleiben eigentlich, außer mit der Musik, bei den gleichen Picks. Ja, mal gucken, ob
weiß, dass er jetzt gerade replizieren kann. Eigentlich ein gutes Game gewesen für ihn. Nur, ja, man merkt's. Also SGN ist vor allem gut mit Greninja, wenn es darum geht, offstage irgendwas zu machen. Und da muss man sich dann als Gegner von ihm auch wirklich einfach ein bisschen mit dem Char auskennen. Also mit der Bag eher. Wie viel Zeit man da hat zum Taggen zum Beispiel. Oder um einzuschätzen zu können oder einschätzen zu können, ob man da nur wirklich taggen muss oder ob man nur einen so einen kleinen Hit abbekommt, das ist natürlich dann auch schwierig. So, Frage ist jetzt, wer bekommt zuerst einen Stock? Im Moment, eigentlich war es gute Stage-Control gerade für Beißel, hat er dann aber ein bisschen aufgegeben, um irgendwelche Setups zu machen. Keine Ahnung, ich sehe das Wort nicht, deswegen kann ich mir das auch nicht beantworten, was da das Trigger-Word war. Okay. Dragon Ball Z-Moment, aber SDN überlebt. Gut, einmal kurz einen Twitter-Post. Schickt auch gerne den Stream weiter an ein paar Leute. Das soll auf jeden Fall jeder gesehen haben hier. So, also Beißel hat es geschafft, den Stock zu ziehen. Auch guten Damage gemacht in der Zeit. Also im Moment sieht es gar nicht schlecht für ihn aus, aber natürlich braucht er mehr dafür. Denn die Strings von Greninja sind auf jeden Fall ziemlich hart. Und so wie der Playstyle von SDN ist, kann er auch sehr früh den Stock verlieren. Wie wir eben gesehen haben, bei 50 am Ende. Oh, okay. Weggesniped. Gunman hat eine halbe Minute gelegen einfach. Ja, so langsam wird's eng hier für SDN, aber es sieht auch nicht ganz anders aus als in dem Game davor. Das Beste, was Beißel jetzt hier machen kann, ist trotzdem noch defensiv zu spielen, den Stock zu halten, einfach weil der Stock ja so schnell weg sein kann dann noch bei Greninja. Wir haben es eben gesehen. Ah, schön gemacht. Trotz einem Parry. Ist der denn jetzt gerade viel am Schäden, einfach wegen der ganzen explosiven Masse hier. Da kommt die Dose wieder. Oh, da kommt wahrscheinlich... Oh, keine neue Dose. Oh, die Back Air. Okay. Und damit das ist 1:1. Ja, sauber. Es bleibt also spannend zwischen den beiden. Wir bleiben wahrscheinlich bei den gleichen Chars und gleiche Musik auch. Das Stage zumindest. Gut, dann kann es direkt weitergehen. Cool, coole Transition. So. Gut, also Musik diesmal nicht so spannend, wie ich finde. Für seinen Winners Finals kann man schon mal ein bisschen actionreichere Musik haben.
Beißel sprengt sich selbst weg. 70% inzwischen schon. Okay, also ich verstehe mal nicht, wie er diese Smash-Attacks bekommt. Also der Upsmash gerade auch. Ah, die Dose, sehr gut. Ja, bisher Shadow Sneak und die Downbe, also den Konter von Ninja, habe ich bisher noch nicht so oft gesehen. Ich würde gerne mal Beißel gegen Tarik sehen. Ich glaube, das ist ewig her, dass die beiden gespielt haben. Wir haben irgendwann mal bei NIZ tatsächlich gespielt. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das war noch nicht mal mehr mit Greninja. Das war Pokémon Trainer noch. Da hat Beißel, glaube ich, gewonnen. Aber wie gesagt, das ist so lange her. Aber einfach mal, um zu sehen, was Tarik so exploiten würde an Duckern. Wahrscheinlich würde er, glaube ich, ich denke mal, viel mit dem Konter machen. Da schon so den ein oder anderen Kill holen. Schöne Fair. Gut, 140% aber. Und Weiße schafft es hier, den Ausgleich zu erzielen. Ja, Beißel schafft es im Moment ganz gut, eigentlich Damage zu machen. Okay, schön. Wenn es gleich 2-1 stehen sollte für Beißel, dann bin ich mal gespannt, ob SDN von ihm runter wechselt. ...150% inzwischen. Ja, klar, wenn man jetzt irgendwie eine Fair bekommt, so als Greninja, das würde er wahrscheinlich auch schon killen, aber da reicht auch eine Dose jetzt für Beißel. Da kommt sie schon. Oh, oh. Oh, schön gemacht. Okay, aber ja, getradet. 112%. Da ist die Dose. Oh, das hat er smart gemacht. Direkt mit der Explosiven. Wow, das macht er gerade so smart. Was geht? Er hat ihn den... Okay. Da ist er nicht mal hochgekommen. So, rechts. Also 2-1. Und ich bin gespannt, ob wir hier bei Greninja bleiben. Vielleicht hat ja SDN sich gesagt, ja, heute werde ich auf jeden Fall auf Greninja bleiben. Was sehen wir hier? Ike. Okay. Wir sehen hier Ike. Ich denke mal, die Chance ist jetzt auf jeden Fall besser. Oh, guck mal. Ich sehe hier schon DNL, Cruel, die ganze Brawl-Kolonne hier, die ganze Lübecker-Kolonne. Ja. Tatsache. Auf Ike. Ich habe kurz nicht geguckt und der Stock ist weg. Was ist denn da passiert? Vor allem nach oben, dann muss er ihm ja so viel Damage gemacht haben auch. Das ist crazy, okay. Währenddessen mache ich hier schon mal... Sorry, dass ich gerade nicht ganz so gut aufpasse, aber ich will hier einmal... das nächste Event schon mal publishen. Ich mach das immer so spät. So, also, ihr könnt euch schon anmelden hier fürs nächste NIZ. Oh! Schon der zweite Stock weg. Das Game hier ist kein Game. Weil SDN spielt nicht. SDN zerstört. Ja, er wollte hier den Early 3-Stock haben.
Aber ich würde, glaube ich, in der Situation auch nicht sehen, warum ich noch airdodgen soll. Ich meine, ich habe das Game im Kopf sowieso schon verloren. Oh ja, das war's schon. Okay, gut. Dann haben wir schon hier das 2 zu 2. Das ging sehr, sehr schnell. Ja, das war ein harter Three-Stock jetzt gerade. Und da bin ich mal gespannt. Also ich meine, das Game war ja noch nicht mal irgendwelche Informationen für Beißel. Woran willst du adapten? Da ist ja nichts passiert. Das war ja eine Minute vorbei hier gerade schon. Jackie Down. Wehe, das ist irgendeine polnische Beleidigung. Oh, spielt gerade Beißel und Squirrel gleichzeitig. Ich würde so gerne mal Beißel gegen Squirrel. Wie sagt man das? Squirrel? Wie das Eichhörnchen oder was? Oder Squirrel? Und einmal noch umschalten. Ja, auf jeden Fall Jackie Down, Beißel. Was auch immer das heißen mag. So, also Game Nummer 2 hier alt gegen der kann sieht auch nicht. Ja doch, sieht schon besser aus diesmal für Beißel. Diesmal kommt er ein bisschen in Fahrt. Ja doch. Aber, ne? Oh, das war so cool. Was? Ich hätte niemals gedacht, dass er den Game, dass er das Game hier vorher holt. Zumindest den Stock. Tut er auch nicht lange, aber 14,5% ist besser als 0. Oh, einmal Mario Golf bitte. Ah, habt ihr das Mario Golf auf Switch gespielt? Ist schon witzig. Kann ich euch nur empfehlen. Beißel hat's gespielt und man sieht jede Dose ein Treffer. Eingelocht. Oh. Mario Party Hype. What do you mean? What do you mean? Da ist ja Hype Lübeck hier gerade im Chat, sehe ich. So, mal gucken. Also jetzt, dieses Game sieht tatsächlich competitive aus. Ich tendiere gerade im Kopf immer noch zu SDN, aber weißt du, macht das hier auf jeden Fall smart. Boah, das Schild ist so down! Ja, geht hier schon auf jeden Fall gut mit der Dose um und ich rede da von SDN. Gibt der Attacke Respekt, aber auch nicht zu viel Respekt. Oh. Oh, das könnte... Oh, gerade so. Immer noch dran vorbei. Weißel macht sich ein bisschen Space. Versucht hier mit einem Setup, ist aber nicht schnell genug. SDN hat's gerochen. Okay, die Dose ist jetzt da oben. Oh, smart gemacht. Oh. Oh, schöne Dose. Schöne Dose. Oh mein Gott. Okay. Da ist die Abwehr. Also, SDN schafft es zuerst den Stock zu holen. Und auch direkt noch ein Starter. Ah, da war nicht so viel daraus geholt. Oh Mann. Dash Attack war crazy. Oh mein Gott. Der Damage. Und da ist wieder Squirt. Ja. 2-2. Jetzt 70% halt, ne? Oh, dieser Dash Attack. What? Bin perfekt dazugekommen oder was? Da bin ich perfekt dazugekommen. Zu welchem Ende bin ich denn dazugekommen? Ja, wir werden es sehen. Oh. Ich predikte das Ende. Beißel macht Zeit, wie während SDN ihn mit Dash Attack erwischt. Mal gucken. Mal gucken, du. Ich glaub nicht. Gaming Grübas.
Guck mal, Itachi Live. Ja, yeah, auch am Start. Kaya Kosmos. Squaw. Oh. Oh oh. Oh, 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 so lang. Crazy. So lang. Das war wirklich lang. So lang. Okay, ja, SDN gewinnt hier also 3-2 im Winners Finals. Mm. Grrr.